Servus und grüß euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute darf ich euch die teilweise ja schon bekannten DB-Doppelstockwagen von Maverick 2002 zeigen, die er ja eigentlich schon einmal als S-Bahn-Version herausgebracht hat, die jetzt für normalen DB-Jüngerverkehr umgepaintet hat. Wenn ihr den Mod installiert, ich füge euch die Beschreibung natürlich wieder, den Link natürlich wieder in die Videobeschreibung mit ein, so muss ich sagen. Wenn ihr den Mod installiert habt, dann erhaltet ihr 4 zusätzliche Waggons im Kaufmenü. Ich habe sie hier mal aufgestellt und dann können wir uns die ganzen Waggons mal einzeln anschauen. Es ist also einmal der DAB PBZFA 762.2. Das ist ein erster, zweiter Klasse Steuerwagen, den es als Steuerwagen, wie man hier sieht, gibt, und die gleiche Variante, ich habe sie hinten einmal aufgestellt, natürlich dann auch als Nachläufer. Hier sieht man ihn. Der Unterschied ist halt wieder, wie auch schon bei dem anderen, dass man sieht, dass der Nachläufer keinen Triebfahrzeugführer enthält und die Rücklichter in Rot gehalten sind. Und wenn man sich hier beim normalen Steuerwagen dann anschaut, den man dann vorausfahren lassen kann, sieht man hier, dass eben ein Triebfahrzeugführer drinnen sitzt und die Spitzenlichter in Weiß eingeschaltet sind. Sonst gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Es ist ja das gleiche Modell wie schon bekannt aus dem S-Bahn-Paket. Die Zielzuganzeige ist auf Regionalexpress Stuttgart Hauptbahnhof umgestellt worden. Wie man hier sieht, unten ein zweiter Klasseabteil und oben das erste Klasseabteil. Dem normalen DB-Bahn-Logo-Schriftzug und dem Regio-DB-Schriftzug. Hier sieht man auch, dass man unten mit diesen Klappstühlen auf der rechten Seite im Bereich des unteren Waggons Fahrräder mitnehmen kann, die auch das Symbol über dem Fenster oben rechts ja schon anzeigt. So, dann gibt es 2 zweiter Klasse-Wagen mit dazu, und zwar einmal den DP PZA 780.1 und den DP PZA 780.4. Das sind also diese beiden Waggons, die wir hier sehen. Der Unterschied zwischen den beiden ist, kann man sich vielleicht jetzt mal ganz kurz anschauen, dass hier im unteren Bereich des Waggons normale Sitzreihen sind mit Stühlen und Bänken. Und in diesem Bereich sieht man, dass es hier ein paar Sitze in Fahrtrichtung gibt. Und auf den Seitendingern sind Klappstühle, auf den Seitenwänden sind Klappstühle angebracht, damit hier eben auch in Mehrzweck oder mit diesem Mehrzweckraum andere Sachen transportiert werden können, wie zum Beispiel eben auch Fahrräder, wie man hier wieder über dem linken und rechten Fenster sieht, da hier das Fahrradsymbol angebracht ist. Das heißt also, in diesem Waggon können dann auch Fahrräder mitgenommen werden, und das Logo fehlt hier, weil hier natürlich kein Platz für die Fahrräder ist. So, das wäre es jetzt eigentlich schon mal kurz und knapp zu diesem Mod. Was kann man noch dazu sagen? Die Wagen sind für 160 Stundenkilometer zugelassen, haben eine Lebensdauer von 40 Jahren, ein Gewicht von 50 Tonnen und eine vierfache Ladegeschwindigkeit. Die beiden zweiter Klasse Doppelstockwagen haben beim 780.1 eine Kapazität von 30 Personen, beim 780.4 eine Kapazität von 31 Personen. Und die Steuerwagen haben eine Kapazität von 26 Personen. So, dann Dank an Maverick 2002 für diesen schönen Mod. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit dem Mod natürlich. Lasst dem Maverick 2002 einen Daumen nach oben da im Download. Der freut sich mit Sicherheit drüber. Ist ja ein Haufen Arbeit, so einen Mod bereitzustellen und zu texturieren und anzumalen, das 3D-Modell zu erstellen und vor allem bei den Personenwaggons auch die ganzen Einträge für die Sitzplätze zu machen, damit die Leute auch Platz drin finden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, wünscht euch euer Maverick.